Hallöle Leute, und jetzt sind wir in Tol Barad. Ziemlich coole Insel, ich mochte diese Insel auch immer. So eine Halbinsel ist das halt. Und die liegt genau hier. Das hier sind die beiden Karten. Das untere ist ein Schlachtfeld, derzeit kontrolliert von der Horde. Und dort kämpfen die halt um dieses Gebiet. Hier ist ein tägliches Questgebiet mit Rossburg, Lagos Warte, vergessenen Hügel, Farson, Festung, Kap der verlorenen Hoffnung. Am Kap der guten Hoffnung probieren wir es nochmal. Wälz uns herft. Vergessene Hügel, die rastlose Front, der finstere Wald. Das sind so halt die Gebiete davon. Aber was ist die Geschichte von Tol Barad? Die erzähle ich euch jetzt. Tol Barad war einst eine Insel von Stormgarde oder Stormgate, oder ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen wird. Und diese ging nach dem Zweiten Krieg an Kultiras wieder einmal. Diese bauten dort ein Hochsicherheitsgefängnis für die schlimmsten Kreaturen von Azeroth. Wie man ja auch hier schön sieht. Ich liebe diese Insel, ich weiß auch nicht, die ist auch cool. Da oben sieht man noch hier so ein kleines Dorf, da haben sie ja wahrscheinlich auch noch Kolonien drauf gebaut, auf dieser schönen Insel. Das Hordenlager sieht hier besser aus, da man das hier alles überblicken kann. Sehr schade, dass das bei der Allianz nicht so ist. So, die haben hier halt, ich gehe jetzt mal, also gleich beginnt hier eine Schlacht, aber ich will jetzt die nicht beitreten. Ich will hier das nur zeigen, ganz kurz, wie die Insel aussieht. Für die schlimmsten Kreaturen Azeroths bauten sie hier halt ein so Hochsicherheitsgefängnis, wie man hier so schön sieht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran. Nee, gut. Ich kann da gerade nicht hin, tut mir leid. Egal. Und dann zeige ich euch den Rest der Insel hier. Hier halt ein Hochsicherheitsgefängnis für die schlimmsten Kreaturen Azeroths. Darunter sind Dämonen und Kreaturen von noch schrecklicheren Ausmaßen, wie zum Beispiel Orks. Nein, wie zum Beispiel Dämonen, untote Geister. Man kann hier auch mal sehen, dass hier ist nämlich ein Schlachtzug für Cataclysm. Baradin-Festung, einmal diesem Dämon ist da eingesperrt, dieser Dämon und diese Dämonen. Das ist eigentlich ziemlich eine ziemlich coole Inni, beziehungsweise ein ziemlich cooler Raid. Und diese Leute wurden halt da eingesperrt. Mit dem Kataklysmus trieb Kultiras ab und hatte keine Herrschaftsgewalt über Tol Barad mehr, was man hier auch sehr gut sieht. Und ein Teil des Gefängnisses und dieser ganzen Insel wurde zerstört. Das sieht man auch sehr schön an den ganzen Toten, die hier rumliegen und so weiter. Und doch, ein Glück greifen die mich nicht an. Ich stelle mich hier auf den Turm. Ein Teil der Bevölkerung wurde verrückt und ein anderer Teil baute eine kleine Gemeinschaft, um es zu verteidigen. Das ist ja halt das Allianzlager, die Baradin-Basislager heißt es halt. Ich töte mal schnell diesen Kommandanten, damit wir uns hier hinstellen können. Ich finde nämlich diese Insel ist ziemlich cool. Können wir hier uns die mal ansehen. Und die Bevölkerung in diesem Dorf hier wurde vollkommen wahnsinnig. Und heutzutage, nachdem sie die Herrschaftsgewalt von Kultiras abgelegt hatten, wurden die Kreaturen im Gefängnis halt befreit. Und die Bevölkerung wurde wahnsinnig. Und heute kämpft die Allianz und Horde um dieses Gebiet. Was ich ziemlich cool finde eigentlich. In dieser Richtung, gucke ich richtig? Ja. In dieser Richtung, auch hier zwischen, wo man hier so schön sieht, hier hinten, liegen noch zwei andere Inseln, von denen ich euch erzählen will. Die erste ist Crestfall. Diese war ziemlich stark unter Kontrolle von Bauern, war auch wieder eine Insel von Kultiras. Auf der lebten viele Bootsbauer, Fischer und Gewehrmacher. Ziemlich stark wurden die halt durch Kanonen und Gewehrmacher. Wurde halt die so eine Militärinsel, könnte man sagen. Und
Diese gute Insel hatte mögte also hatten wollten keine Fremden haben und haben Naga-Probleme. Im Zweiten Krieg wurde diese Insel von der Horde erobert und hatte dort ein paar Lager. Diese wurden im Zweiten Krieg jedoch wieder von Kultiras zurückerobert. Ja, so schnell geht's. Ja. Und die zweite Insel, die auch genau hier ist, die müsste hier ein bisschen weiter drunter sein. Hier und ungefähr, also ein bisschen weiter unter, ein bisschen näher zum Kasmodan hin, ist Zuldaro. Diese war höchstwahrscheinlich damals eine Trollinsel und wurde nie umbenannt. Die hieß immer Zuldaro, auch in untermenschlicher Kontrolle. Ja, sie gehörte natürlich wie immer zu Kultiras, und es gibt kein Lebenszeichen von den Bewohnern dieser Insel. Und seltsamerweise verschwinden nahe dieser Insel immer wieder Schiffe. So, und jetzt wird es ein wenig mysteriös. Und zwar, in der Beta und Alpha von WoW Classic gab es zwei Inseln, die nie fertig wurden und nie ins Spiel geschafft haben. Die erste Insel lag ungefähr hier. Genau hier lag die ungefähr. Die kann man hier sehr schön sehen. Das habe ich, das hier ein Texturfehler ist. Vielleicht sieht man das im Video gar nicht so gut. Hier ist ein Texturfehler. Der geht von hier bis hier ungefähr. Und wenn man in dieses Gebiet geht, kommt man in einem Namenschat namens die Insel, also Island of Dr. Lapidus. Und die Insel von Dr. Lapidus. Diese Insel hat seltsamerweise nie ins Spiel geschafft. Der Grund dafür ist, dass sie nie fertig wurde. Ich mache euch in die Beschreibung einen Link zu dieser Insel. Da hat nämlich jemand in der Alpha diese gefunden und ist darauf spazieren gegangen. Und sie zeigt so, man findet sie oft in Comics und auf der Weltkarte gab es sie damals auch noch. Jetzt gibt es sie leider nicht mehr. Hier dieser Nebelschwaden verdeckt sie. Eigentlich gab es sie hier noch. Und das war ziemlich lustig. Und das war eine Anspielung an die Insel von Dr. Moriau. Ich weiß nicht genau, auf was das eine Referenz ist, aber die ist auch sehr lustig. Die zweite Insel müsste ungefähr hier gelegen haben. Da irgendwo hinten. Die müsste genau da drunter gelegen haben. Wenige Zentimeter darunter. Und diese hieß Gillijims Island. Also Gillijims Insel. Wie genauso wie die vorherige Insel war sie in der Beta und Alpha auf den Karten und so weiter verzeichnet und man konnte diese Insel auch betreten. Sie wurde genauso wie die andere nie fertig und tauchte nie im Spiel auf. Es soll eine Trollinsel gewesen sein, da gab es auch Trollgebäude und so weiter, erinnerte ein wenig an Sandalar und naja. Und ist eine Anspielung auf Gilligan's Island, einer Sitcom in Amerika aus den 60er Jahren. Und finde ich ziemlich lustig, dass es sowas gibt, das es eigentlich in WoW nicht gibt. Ja. Ja, könnte man auch zu mysteriöses zählen, könnte man sagen. Die nächste Insel, von der ich euch erzählen will, ist Balor. Das ist eine Insel, die es auch in die Karten nie geschafft hat und nie in WoW geschafft hat. Warum ich sie aufzähle, ist trotzdem relativ lustig, finde ich. Musik ist geil. Die müsste ungefähr zwischen Westfall und Stormwind gelegen haben. Die müsste hier oben gelegen haben. Ungefähr hier, wo jetzt gar nichts ist. Dort hieß die Insel hieß Balor und war eine Insel für Sturmwinds Marine. Dort waren halt Marinelager deponiert und so weiter. Und damit die halt da sehr viel Unsinn stiften können. Nee, damit die natürlich eine Verteidigung haben gegen Schiffe und so weiter. Und im Ersten Krieg wurde diese Insel von Orks des Stormweaver Clans eingenommen. Und während des Zweiten Krieges wurde sie sogar gehalten. Nach dem Zweiten Krieg hatten sie diese Insel immer noch. Und die wurde nie erobert. Und ob sie sich danach ergeben haben nach dem Zweiten Krieg oder ob sie dort umgebracht wurden oder was mit ihnen nach dem Zweiten Krieg passiert, ist eigentlich nicht bekannt. Nur wird immer wieder gesagt, dass sie es geschafft haben zu überleben auf dieser Insel. Ich verstehe nicht warum, aber es wird anscheinend so gesagt. In WoW ist sie niemals aufgetaucht und auf einer Konzeptkarte der Alpha, wie WoW aussehen sollte, war sie
da. In Warcraft 1 war sie auch in, als Map verfügbar und in Warcraft 2 auch. Von dieser Insel aus ist Gul'dan zum Grab des Sargeras aufgebrochen. Damit ihr noch den Zusammenhang habt, was sie in Warcraft 3 oder WoW zu sagen hat. Ist es hier eigentlich eine Hordenstadt oder neutral? Ah, Horde. Schade. Nun ja. Die nächste Insel ist eine ziemlich coole Insel, finde ich. Diese Insel heißt, Plunder-Insel oder Plunder-Insel. Also Plunder-Island auf Englisch. Und diese Insel, dort leben die. Da leben hauptsächlich Basilisken und Murlocs. Doch vor ein paar Jahren bauten die Blutsegel-Bukaniere dort ihre Hauptbasis auf und der Anführer der Blutsegel-Bukaniere befindet sich dort, nämlich Herzog Fallweaver. Es gibt nicht wirklich viel zu sagen über diese Insel, nur dass es immer wieder Abenteurer dahin schafften und sie immer wieder entweder von den Piraten oder von den Basilisken getötet wurden. Die nächstgelegene Insel dieser Insel ist Beutebucht. Deswegen sind hier immer wieder Krieger dieser Piraten und die greifen auch immer wieder Beutebucht an. Und es gibt dort auf der Insel ein komisches Naturereignis, zwei Stück nämlich. Einmal dieses Naturereignis namens den Stein, der Wald aus Steinen. Dort sollen hunderte und tausende Leute aus Stein stehen. Diese wurden versteinert von den Basilisken, die auf dieser Insel heimatisiert sind, dort ihre Heimat haben. Und deswegen sind die halt da. Und das zweite Naturereignis ist es... seltsam. Also, es ist auf dieser Insel sehr warm und unwirtschaftlich, halt wie im Regenwald. Und dort, es wachsen meistens nur Palmen und jeden Tag um 3 Uhr nachmittags fällt ein seltsamer, nebliger Regen. Ich sehe da etwas. Am nebligen Horizont.